Wenn wir einen Leiter erster Klasse, also ein Metall, mit einem Leiter zweiter Klasse, also einem Elektrolyten, zusammenbringen, haben wir eine Elektrode. Welche Vorgänge finden an einer Elektrode statt und welchen Potentialsprung können wir an einer Elektrode erwarten? Wenn wir generell zwei unterschiedliche Leiter kontaktieren, können wir einen Potentialsprung erwarten. Wenn wir zum Beispiel die beiden Metalle Kupfer und Zink betrachten, in Kupfer fühlen sich die Elektronen wohler als im Zink. Kupfer ist ein edleres Metall. Das chemische Potential der Elektronen im Kupfer ist niedriger als das im Zink. Wenn wir beide Metalle kontaktieren, fließen freiwillig Elektronen aus dem Zink in das Kupfer. Solange bis die Fermi-Niveaus sich angeglichen haben, dann haben wir eine Potentialdifferenz in der Art, dass das Kupfer negativ geladen ist und das Zink positiv geladen ist. Dieses Kontaktpotenzial zwischen zwei Metallen können wir zum Beispiel nutzen in Thermoelementen. Wenn wir ein Metall mit einem Elektrolyt kontaktieren, haben wir im Prinzip ähnliche Phänomene. Elektronen können aus dem Metall in den Elektrolyt wandern. Das entspräche einem kathodischen Strom. Elektronen können aber auch aus dem Elektrolyt in das Metall wandern. Ein anodischer Strom. Da Kupfer ein recht edles Metall ist, überwiegt zunächst der kathodische Strom. Das Kupfermetall lädt sich also positiv auf. Dadurch wird der kathodische Strom gebremst und der anodische Strom beschleunigt, solange bis beide Ströme gleich groß sind. Wir sprechen davon, dass anfangs die Elektrode kathodisch polarisiert war und im Gleichgewicht die sogenannte Austauschstromdichte fließt, bei der kathodischer und anodischer Strom gleich groß sind. Hier haben wir die Durchtrittsreaktion, die an unserer Kupferelektrode stattfindet. Im Gleichgewicht ist die Reduktion hier grün gekennzeichnet und die Oxidation hier rot gekennzeichnet gleich schnell. Kathodische und anodische Ströme sind gleich groß. Das Metall ist positiv geladen, der Elektrolyt ist negativ geladen. Die beiden Ladungen sind in einem einfachen Modell angeordnet wie in einem Plattenkondensator. Wir sprechen von der elektrochemischen Doppelschicht. Wenn wir den Potentialverlauf verfolgen aus dem Innern des Elektrolyten in das Metall, so haben wir folgenden Verlauf. An einer Elektrode bildet sich eine elektrochemische Doppelschicht aus. Im Gleichgewicht ist anodische und kathodische Teilstromdichte identisch. Und wir haben einen Potentialsprung Delta Phi. Das ist der Unterschied zwischen dem Potential des Metalls und dem Potential des Elektrolyten. Diesen Potentialsprung zwischen Metall und Elektrolyt, der sich im stromlosen Gleichgewicht einstellt, nennen wir auch Redoxpotential der Elektrode. Das Redoxpotential der Kupferelektrode hat bei Standardbedingungen den Wert 0,34 Volt. An einer Zinkelektrode, also an einer Kombination Zinkmetall und Zinkelektrolyt, ist die Situation im Prinzip ähnlich. Hier überwiegt jedoch zunächst der anodische Strom. Das Metall lädt sich negativ auf. Das Redoxpotential einer Elektrode hängt zum einen von der Art der Durchtrittsreaktion ab. Kupferelektrode hat ein positives Redoxpotential, Zinkelektrode ein negatives Redoxpotential. Zum anderen hängt das Redoxpotential von den Konzentrationen aller an der Durchtrittsreaktion beteiligten Spezies ab. Bei Standardzustand, wenn alle Spezies in den Standardkonzentrationen vorliegen, haben wir bei der Kupferelektrode ein Potential von 0,34 Volt. Wenn wir die Konzentration von Kupferionen auf ein Zehntel reduzieren, reduziert sich das Redoxpotential auf 0,31 Volt. Die Art und Weise, wie das Redoxpotential von den Konzentrationen aller beteiligten Spezies abhängt, wird durch die Nernst'sche Gleichung beschrieben, eine der wichtigsten Gleichungen der Elektrochemie. Das Redoxpotential bei einer beliebigen Konzentration ist gleich einem Standardredoxpotential, tabellierte Werte in der Spannungsreihe, plus einem Nernst-Faktor, in welchem die Anzahl der Elektronen, die in der Durchtrittsreaktion eine Rolle spielen, aufgeführt ist, mal Logarithmus oxidierte Form, durch reduzierte Form. Hier müssen wir die Aktivitäten der entsprechenden Spezies einsetzen,
und die stöchiometrischen Umsatzzahlen als Exponenten berücksichtigt. Oben in der Spannungsreihe stehen Redoxpaare, die einen sehr starken Elektronensog besitzen. Die entsprechenden Redoxpaare wirken extrem oxidierend. Unten in der Spannungsreihe stehen Redoxpaare mit einem sehr starken Elektronendruck. Diese wirken entsprechend stark reduzierend. Wenn wir zwei Halbreaktionen aus der Spannungsreihe kombinieren, also zwei Elektroden kombinieren, arbeitet die in der Spannungsreihe oben stehende Elektrode immer als Kathode. Hier werden Elektronen verbraucht. Und die in der Spannungsreihe unten stehende Elektrode immer als Anode. Hier werden Elektronen geliefert. Wir klassifizieren unterschiedliche Elektrodenarten. Je nachdem, um was für Spezies es sich bei Ox und bei Red handelt. Wir wollen diese vier Elektrodenarten nach und nach besprechen. Bei einer Redoxelektrode liegen oxidierte und reduzierte Form beide im Elektrolyten vor. Klassische Beispiele sind die Eisen-2-Eisen-3-Elektrode und die Permanganat-Mangan-Elektrode. Zur Stromableitung brauchen wir zusätzlich noch einen inerten Elektronenleiter, zum Beispiel Platin oder Graphit. Wie für jede Elektrode brauchen wir zur Beschreibung die Durchtrittsreaktion und die Nernstsche Gleichung. Für die Eisen-2-Eisen-3-Elektrode sieht das so aus, dass Eisen 3 plus ein Elektron aufnimmt und reduziert wird, beziehungsweise in der umgekehrten Reaktion oxidiert wird. Wir können die Nernstsche Gleichung vervollständigen. E ist gleich E0, 0,77 Volt entnehmen wir der Spannungsreihe. RT durch 1F, weil wir ein Elektron haben. LN oxidierte Form durch reduzierte Form. Wir haben hier zwei gelöste Spezies, also müssen wir hier als Konzentrationsmaß die Molarität in Mol pro Liter einsetzen, beziehungsweise die korrigierte Konzentration, sprich die Aktivität. Hier haben wir das Standardpotential Eisen 2, Eisen 3 eingezeichnet. Wenn wir ein Redoxpaar vorliegen haben, in einer Matrix, die ein Potential hat unterhalb des Gleichgewichtspotentials des Redoxpaares, so überwiegt die reduzierte Form. Im anderen Fall überwiegt die oxidierte Form. Eine Gaselektrode ist ein Dreiphasensystem. Wir haben das Gas, wir haben einen Elektrolyten und wir haben einen Elektronenleiter zur Ableitung der Elektronen. Hier ist die Durchtrittsreaktion der Wasserstoffelektrode. Wir wollen die Nernstsche Gleichung der Wasserstoffelektrode konstruieren. Wir haben ein Standardpotential per Definition von 0. Wir haben im Nernstfaktor die 2 von der stöchiometrischen Umsatzzahl der Elektronen. Wir haben die oxidierte Spezies, die Protonen im Zähler, die 2 als Exponent. Und wir haben die reduzierte Spezies, den Wasserstoff im Nenner. Der Wasserstoff ist mit dem Partialdruck in bar zu berücksichtigen, die Protonen mit ihrer Molarität. Die einfachsten Elektronen sind die Elektroden erster Art. Ein Metall taucht in die entsprechende Metallsalzlösung. Wenn Silber in Silbernitratlösung taucht, haben wir eine Silberelektrode. Die Durchtrittsreaktion ist sehr einfach und auch die Nernstsche Gleichung ist relativ einfach. Wir haben ein Standardpotential von 0,8 Volt. Silber ist ein recht edles Metall. Wir haben im Nernstfaktor die 1 und wir haben im Logarithmus die Konzentration der Silberionen dividiert durch die Konzentration des metallischen Silbers. Für letzteres müssen wir den Molenbruch einsetzen, der bei reinem Silber gleich 1 beträgt. Wie bei jeder Elektrode können wir das Elektrodenpotential als analytisches Signal nutzen für die Konzentration der beteiligten Spezies. Eine Verzehnfachung der Silberionen hat immer eine Änderung des Potentials um 28,5 mV zur Folge. Bei Elektroden zweiter Art haben wir ein Metall, ein schwerlösliches Salz dieses Metalles und das entsprechende Anion dieses Salzes im Elektrolyten. Eine bekannte Elektrode zweiter Art ist die oft als Referenzelektrode genutzte Silberchlorid-Elektrode. Hier haben wir die Durchtrittsreaktion an einer solchen Elektrode. In der Nernstschen Gleichung haben wir ein Standardpotential von 0,22 Volt, was wir in der Spannungsreihe nachschlagen können. Ein Nernstfaktor von RC durch F. Im Zähler steht die Konzentration des Silberchlorids, also der Molenbruch. Im Nenner steht die Konzentration des Silbers und die Konzentration des Chlorids.
Da wir immer nur eine Spannungsdifferenz zwischen zwei Elektroden messen können, ist es notwendig, eine Referenzelektrode zu definieren. Dies ist die Standard-Wasserstoffelektrode oder SHE, die definitionsgemäß mit dem Potential 0,00 Volt belegt wird. Viel praktischer einzusetzen sind die Calomel-Elektrode und die Silberchlorid-Elektrode. Diese Elektroden lassen sich auch gut miniaturisieren und sind dann im Mikrobereich einsetzbar. Jede Kombination Leiter erster Art, Leiter zweiter Art ergibt eine Elektrode. Eine Elektrode ist gekennzeichnet durch die Durchtrittsreaktion, die an ihr stattfindet. Im Gleichgewicht, wenn anodische und kathodische Durchtrittsreaktionen gleich schnell sind, stellt sich ein Elektrodenpotential ein, welches wir mit der Nernst'schen Gleichung ausrechnen können.